Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo mit meinem Let's Play Civ 6 Hellas. Wir haben das letzte Mal endlich wieder mal einen Siedler gebaut, den wir auf den Weg nach Australien schicken, weil scheinbar interessiert sich niemand für Australien außer wir. Wir wollen Australien besiedeln. Schauen wir mal. Zuerst haben wir da mal eine Vortruppe geschickt, nämlich einen Ritter, der wird hoffentlich mit diesen widerlichen Typen aufräumen. Schauen wir mal. Bitte. Was ist das? Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ah, warte mal. Heißt das, ich kann mir da meine Städte anschauen? Fancy. Korinth ist ein Wahnsinn. Da haben wir schon recht viel Zeug. Finde ich gut. Athen ist aber noch wahnsinniger, oder? Nein. Na, oh ja, schon. Zumindest kulturmäßig. Um einiges. Was kann so ein archäologisches Museum eigentlich? Ich habe das jetzt zwar gebaut, weil ich mir gedacht habe, das brauche ich irgendwie, aber was genau es macht, weiß ich jetzt nicht so recht. Was kann das? Archäologische Museum. Okay, es bietet plus 2 Kultur, einen Bürgerplatz, plus einen Punkt für große Wissenschaftler, plus 2 Punkte für große Künstler und 3 Artefaktplätze. Okay. Und woher nehmen wir Artefakte? Enthält Artefakte. Kann nicht in einem Theaterplatzbezirk gebaut werden, in dem schon ein Kunstmuseum ist. Oh, verstehe. Die heben sich gegenseitig auf. Man muss ich vorsichtig sein. Das heißt, ich muss in anderen Bezirken Kunstmuseen bauen. Schauen wir mal. Also die mögen mich mal nicht. Ich finde mich nicht richtig. Eigentlich, weil ich so nett zu ihnen bin. Ah, ja, doch, Ritter. Schau dir was an. Ach ja. So, warte mal. Was haben wir da? Technologie Druck. Das habe ich auch schon länger. So, die Städte von ihm. Ich schaue mir jetzt mal die Verteidigungswerte an. Die sind eigentlich nicht wirklich besser als meine. Also so gesehen habe ich da nicht so viel zu tun, weil die Stadt so schwach ist. So, fast geschafft. Den Indischen Ozean erforschen wir auch immer besser. Ah, schaut was an. Wählt eine Stadt, die ihr ausspionieren möchtet. Was? Athen können wir ausspionieren? Wie wär's mit Rom? Nein, wen mögen wir nicht? Wir mögen den. Wir mögen. Wir mögen den Chinesen nicht. Was können wir dann dort machen? Wir gehen nach Guangzhou. Ah, Spione agieren 24 Stunden lang 2 Stufen. Was? Mögliche Missionen. Hochposten. Erhöhte diplomatische Sichtbarkeit um einen Rang. Okay, Spione agieren 24 Runden lang 2 Stufen höher. Dann machen wir doch glatt Quellen beschaffen. Hallo? Mögliche Missionen? Nein. Ich will nicht mit dir reden. Ich will das anklicken. Wieso kann ich das nicht anklicken? Platzierung wählen. Was habe ich jetzt gemacht? Was auch immer ich
gemacht habe. Meine Güte, kommen wir aus diesem elenden Gebiet raus, wo wir uns mehr bewegen können? Das wäre supi. So, Produktion. Was machen wir da als nächstes? Markt. Markt klingt gut. Was machen wir hier als nächstes? Können wir das vielleicht wieder weggeben? So, wir haben gesagt... Ah, warte mal, wir brauchen... Wir brauchen Handwerker. Ich kann mich nicht an einen Herrscher halten, der keine Würde hat. Was? Was heißt keine Würde? Du kannst mich mal gern haben, Idiot. Was willst du mir schon machen? Willst du meine, deine Truppen rüberschicken zu mir oder was? Indien hat im Missouri mittelalterliche Mauern gebaut. Na gut. Wäre eigentlich schön, wenn sie sich besser verteidigen könnten. So. Hier. Und da sind natürlich Speerkämpfer drinnen, ist eh klar. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Huch, da sind Schippernakeln. Oh, das lassen wir mal links liegen, das Schippernakeln, und wir kümmern uns da um dieses Gebiet. Oh, wir können uns zwei Felder auf einmal bewegen. Ihre, so. Warte mal, was ist das? Ein Panzerschiff hat der? Echt jetzt? Das ist aber nicht gut gelegen, New Orleans. Mir ist hoffentlich bewusst, dass New Orleans hier nicht liegt normalerweise. Das ist hier Montreal. Ja, Quebec. So, nächste Runde kann man echt nicht anschauen, wie das fertig fährt. Ja, Panzerschiffe, bist du irre. Was ist denn diese Kommande? Schaut sich die Gegend auch an mit seinen Panzerschiffen. Wäre ich bei der Schöpfung anwesend gewesen, hätte ich ein paar nützliche Tipps für eine bessere Ordnung des Universums parat gehabt. Hm. Tja. So, wir können dann einen Archäologen bauen. Findet und birgt Artefakte in Altertumsstätten. Naja, dann. Hey, wir finden Altertumsstätten. Hm, was kann man noch bauen? Einen Zoo. Macht Annehmlichkeit. Finde ich gut. Und die Eremitage. Das ist, glaube ich, ein Wunder, ja. Puh. Gut. Das lassen wir. Das lassen wir. Die zwei lassen wir auch. Wohl. Was haben wir? Diplomatie dann noch? Nein. Nein. Bloß einen Gold durch jeden Gesandten in Stadtstaaten. Das würde unsere Goldproduktion schon sehr stark erhöhen. Aber Wissenschaft, Kultur und Glauben ist besser. Wir haben eher ein relativ hohes Dings. So, zeig mal alle her. Was haben wir jetzt gekriegt?
müssen wir irgendwelche neuen Dinge gekriegt haben. Haben wir noch immer den Ingenieur bauen, den großen? Ich glaube schon fast. Für irgendeinen Stadtstaat wollten wir das machen. Gut, wo ist der neue? Müssten da nicht neue Sachen sein? Offensichtlich nicht. Au, das wird nur kurz wehtun. Ah, ob wir das überleben? Vielleicht war das keine kluge Idee. Ja, wir können immer noch ins Wasser gehen, schlimmstenfalls. So, ein Handelsposten in der Stadt Achtatan. Yay, machen wir. Wow, cool. Altertumsstätten. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, einen Dings, einen Archäologen, um das auszubuddeln. Haben die noch woanders aufgefunden? Nur da? Echt jetzt? Naja. So, na, wiederholen tun wir dann nichts. Nach Kumasi wirst du gehen. Bei Kumasi wollen wir bekehren. Komm schon. Haben wir ihn bekehrt? Bitte sag, dass wir ihn bekehrt haben. Yes. Wir sind so gut, wir sind so gut. So, was haben wir? 2, 4. Dings auch gekriegt. Nein. Doch, wir haben 2 Gesandte verfügbar. Wieso haben wir die nicht eingesetzt? Weiß das wer? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, in Grönland gibt es Altertumsstätten. Wirklich jetzt? Für Altertumsstätten. Ah, wir haben Toronto gefunden. Das ist ja cool. Die wollen einen Handelsweg. Yay, wir wollen auch Handelswege. Wir lieben Handelswege. Mhm. So, warte mal, der hat 8 Typen dort sitzen, bist du irre, in Seoul sitzen 4. Wir wollten, wenn wir die haben, kriegen wir +2 Kultur und es gibt dort noch keinen, das sind nur wir. Das heißt, das macht uns keiner streitig. An der Brunei schon, oder? Boah, dann kann der dort 5 Leute drinnen sitzen. Kabul ist uns weggenommen worden. Das könnten wir uns auch wiederholen. Allerdings, was macht Kabul, wenn wir den haben? Den Bonus, den 6er Bonus haben wir eh. Eure Einheiten erhalten die doppelte Erfahrung durch Kämpfe, die sie begonnen haben. Naja, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Die haben keinen Souverän. Tusa. Oh, da sitzen 3 drinnen. Gut, wir könnten in Hattusa mal einen reinsetzen. Sicherheitshalber, damit wir die wieder haben. Einfach,
Einfach weil es meine Nachbarstadt ist und weil ich nicht will, dass jemand anderes beeinflusst. Buenos Aires. Ah, na, das ist relativ aufwendig. Könnte natürlich einen nach Nanomodul setzen. Was bringt das bei 2? Wissenschaft im Campus. Was bringt das bei voll? So viele Geheurikas. Boah, der hat 7 Leute da drinnen sitzen. Toronto, bist du irre? Gebäuden. Nein, wir gehen mal nach. Das bringt zwar jetzt nichts, aber wir haben relativ bald den nächsten 2 Gesandten. So haben wir das noch nicht gelernt, weil es keiner braucht. Doppelter Glaubensgewinn durch einige Städtebezirke, plus 5 religiöse Stärke für alle religiösen Einheiten im theologischen Kampf, plus 4 Kampfstärke, wenn eine nicht religiöse Einheit gegen eine Zivilisation kämpft, die einer anderen Religion angehört. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht, weil es kein Mensch braucht und auch keine Voraussetzung für irgendwas ist. Also zum Nationalismus. Bau 2 Feldkanonen. Lass die Bevölkerung einer Stadt auf 15 wachsen. Na, das ist noch am mindesten möglich. Feldkanonen. Haben wir nicht gesagt, du sollst darüber gehen? Ah, verstehe. Na, fahr mal in die Richtung. So, jetzt sehen wir gleich, wie ein Ritter zerlegt wird. Und da war das richtig macht und zerlegt uns voll und ganz. Teddy Roosevelt hat den Bau des Weltwunders Potala Palast abgeschlossen. Ich hab's befürchtet. Au, hörst du auf. Ich hoffe, wir überleben es und dann können wir ihn befördern. Ich glaube, wir haben es überlebt tatsächlich. Hey, das ist aber nett von euch. Gott sei Dank. So, es gibt die Möglichkeit, entweder ins Wasser zu gehen oder ihn zu befördern. Ob wir das überleben? Schauen wir mal, ob wir das Feuer auf uns ziehen können mit dem Ding. Die Karavelle war vielleicht doch keine besonders gute Unterstützung, aber die Quadrimäre wäre nicht rechtzeitig hingekommen. Gut, Händler. Wir wollen nach Toronto. Können wir von euch nach Toronto? Nein. Aber von... Von
Mykene aus müsste es eigentlich gehen. Geh mal nach Mykene. Yay. So, und willst du auch konvertiert werden? Nein. Du willst, dass wir Industrialisierung machen. Weißt du was? Geh daher. Missionar. Das war Rika fürs Rasegel. Die sind so gut. Und damit haben wir Nanmadol als Souverän. Yes, das ist gut. Ha, take this world. Was ist der Putara-Palast? Was macht der überhaupt? Muss ich das wissen? Und unterstützt unseren Admiral dabei, nicht unterzugehen. Admiral. Und da hat er ein paar Leute. Hudson Bay. So, ich glaube, du wartest hier darauf, dass du mal verbessert werden kannst. So, was bauen wir dort als nächstes? Wir könnten eine Arena bauen. Wir könnten aber natürlich auch nicht die Hagia Sophia bauen, die Eremitage. Puh, auch schön. Nein, die anderen Handwerker. Gut. Jetzt schauen wir da zu unserem Ritter, der gerade zerstört wird. Nein. Noch dazu magst du mich sowieso nicht. Mit dir treibe ich keinen Handel. Ihr seid die Saat des Bösen und müsst ausgemerzt werden. Erklärt einen formellen Krieg gegen euch. Okay. Okay. Ja. Die haben alle auf einmal den Krieg gegen mich erklärt. Warum? Okay. Die zerstören einfach meine Missionare. Die Taktik ist die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. Die Strategie, die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges. Okay, gut. Das müssen wir uns mal anschauen. Was passiert jetzt? Die haben alle mit mir Krieg erklärt. Jeder Einzelne. Dann schießen wir mal auf wen. Oh, bist du irre. Könnten wir bitte schießen? Auf wen können wir denn schießen? Können wir auf das Katapult schießen? Nein. So, nein. Okay, der Pikenier.
Nein, nicht mit diesem Händler. Jetzt weiß ich wenigstens auch, warum ich diese ganzen Handelsbeziehungen mit den Stadtstaaten mache. Okay, könnte diese Stadt bitte jemanden, diese Typen da angreifen? Nein, nicht der Pikenier, die Stadt? Ach Gott. Okay. Macht Schaden. Ja, natürlich. So, du. Diese gut, Argos, Panderbrunnen, natürlich. Das ist weit weg. Da fahren wir sicherlich irgendwo durch. Einheit getötet während der Verteidigung. Ah, das ist der. Vier Kriegserklärungen. Sanibar hat Karthago den Krieg erklärt. Wow. Gott, diese Kriegserklärungen können wir uns wohl sparen. Meine ganzen Stadtstaaten helfen mir auf jeden Fall. Finde ich gut. Kann ich das alles auf einmal weggeben irgendwie? Vielleicht mit Shift? Nein. Mit Steuerung? Nein. Mit Shift-Steuerung? Oh, nicht. Okay, ein Handelsposten ist aber gegründet worden in Mumbai. Na gut. Ja, das heißt, diese ganzen Händler, ich hoffe, die Händler werden nicht umgebracht, wenn wir die jetzt irgendwo hinschicken. Nanmadol ist natürlich ein sehr cooler Ort, um Handel zu treiben. Nur das Problem ist, ich fürchte, der wird dann sterben. So. Wir könnten sie natürlich zum Inder schicken auch, um denen wenig zu unterstützen. Nach Mysore zum Beispiel. Da haben wir noch keinen Handelsposten. Ach ja, na okay, vielleicht bauen wir in der Stadt doch woanders. Interessanterweise, der Einzige, der mich denunziert hat, hat mir nicht den Krieg erklärt. Und was ist das eigentlich für eine Allianz, wenn mir der nicht hilft im Krieg, der Idiot? Oder hilft mir der im Krieg? Naja, in gewisser Weise, er ist auch mit dem Dings, mit dem wahnsinnigen Chinesen im Krieg. Nach welchem Prinzip das wohl stattfindet? Na gut, die ignorieren jetzt einfach. Die sind hoffentlich weg. Na, du bleibst einmal da stehen. Besseres Schippernackel. Habe ich gerade eine Nordwestpassage gefunden? Nö. So, sagt mir das schon mal. So, kannst du nach Toronto? Wieso kommst du nicht nach Toronto, frage ich mich. So weit ist das jetzt auch wieder nicht von dir. Okay, dann machen wir halt nach New Orleans.
Keine römische Apostel können wir denn erledigen. Okay, na dann machen wir als nächstes das Rahsegel. Dann können wir Fregatten bauen. Jetzt haben wir immerhin lang genug auf das Heureka gewartet. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, hören wir auf für heute. Ich werde mir vielleicht mal anschauen, was ich da alles machen muss. Der Römer ist, glaube ich, der Einzige, der sinnvollerweise mich angegriffen hat. Oder der mich auf eine Art und Weise angegriffen hat, wo ich gesagt hätte, okay, ist okay. So, ja. Alle anderen sind sowieso entweder mit irgendwie mit sich selbst beschäftigt oder keine Ahnung, was die machen. Das heißt, ich muss diesen römischen Angriff abwehren. Aber nach dem römischen Angriff abwehren, bin ich doof. Ich habe ja dann noch Typen, die schießen können. Jetzt sicher alles kaputt, diese Idioten. Na schauen wir mal. Okay, also wie schon gesagt, Herrschaften, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.